Und herzlich willkommen zurück hier zu unserer Serie Beten, eine Reise in die faszinierende Welt des Gebets. Heute unser Thema Freibeten oder Beten mit vorformulierten Worten. Dahinter steckt die Frage, was ist das bessere Gebet? Ist es besser, wenn wir selber mit den Worten, die in uns sind, vor Gott kommen, mit dem, was uns gerade im Herzen herumfährt und dann damit spontan und frisch und authentisch vor Gott auftauchen? Oder wenn wir vorformulierte Gebete, Worte nehmen, die wir entweder lesen oder vielleicht sogar auswendig gelernt haben, Worte, die andere vor uns gebetet haben, die aufgeschrieben wurden und die uns ins Gebet hineintragen können, die unser Gebet erweitern und vertiefen können. Was bitte ist denn das bessere Gebet? Das freie oder das vorformulierte? Und ich gebe euch heute ein für alle Mal die richtige Antwort. Die richtige Antwort lautet: Das freie Gebet ist das bessere Gebet. Und das vorformulierte Gebet auch. Ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen beides. Auf der einen Seite wäre es schon ausgesprochen seltsam, wenn wir immer nur mit vorformulierten Worten vor Gott auftauchen würden. Ja, was in unserem Herzen ist, das soll raus. Ich verweise auf Folge 5 dieser wunderbaren Serie hier. Nämlich, da ging es um ehrliches, es ging um einfaches Gebet. So. Und genau so will Gott uns. Ehrlich. Gott will ja uns. Er will nicht irgendeine fromme Fassade, die wir vor uns herumtragen, sondern eben uns. So, wie wir sind. Roh, wütend, traurig, jubelnd, voller Freude, stammelnd, zweifelnd. Gott will uns. Und Gebet ist Herz-zu-Herz-Kommunikation. Und zugleich gilt, wenn wir immer nur mit eigenen Worten vor Gott kommen, dann bilden sich in uns selber so Vorformulierungen, die bisweilen auch zu hohlen Phrasen zu verkommen drohen. Und ich gebe zu, ich langweile mich manchmal selber angesichts meiner eigenen Worte. Ich habe nicht immer die Kraft für spontane, frische, direkte Herzensworte in Richtung Gott. Und manchmal will ich auch gar nicht überhaupt beten. Manchmal steht da zwischen mir und Gott eine zähe, dicke Unlust. Und wenn ich dann zurückgreife auf vorformulierte Gebete, wenn ich dann einen Psalm lese oder ein Buch mit schönen Gebeten in die Hand nehme, dann erwacht in mir neu die Lust zum Beten. Und ich merke, wie diese Worte, die ja erstmal nicht meine Worte sind, zugleich mein Gebet vertiefen und auch formen auf eine sehr schöne Weise. Ich persönlich starte gerne meine Gebetszeit mit vorformulierten Gebeten. Das heißt, einige von denen trage ich auswendig. Ich gehe hin, ich knie gerne. Ich glaube, ich habe es schon mal gestanden, aber man kann ja auch gemütlich sitzen oder stehen. Und dann eröffne ich mit auswendig gelernten Psalmworten. Und mit denen wecke ich sozusagen meine Seele auf. Wach auf, meine Seele. Und dann, nach diesen Worten, die je öfter ich sie bete, desto tiefer sinken. Wenn ich so drin bin im Flow sozusagen, dann lasse ich es laufen, dann komme ich mit dem vor Gott, was gerade in mir ist. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, dann lest euch einfach mal durch das Buch der Psalmen. Ich rede ja auch die ganze Zeit von Psalmen. Psalmen haben übrigens auch das Beten im Kloster ausgesprochen geprägt. Mönche haben früher, einmal die Woche sind sie durch alle 150 Psalmen durch, wenn sie 7-mal am Tag und einmal in der Nacht gebetet haben. Lest mal das Buch der Psalmen. Ihr braucht wahrscheinlich ein bisschen, und markiert euch all die Worte, die euch berühren und beschäftigen. Und dann nehmt einige davon, die euch ganz besonders berühren und beschäftigen, und lernt sie auswendig. Und dann eröffnet mal ruhig über ein paar Wochen hinweg mit immer den gleichen Worten eure Gebetszeit. Und dann schaut, was passiert. Und dann, wenn ihr drin seid im Gebet, dann lasst es laufen. Dann betet ihr mit dem, was in euch ist, was so vom Herzen runterkommt. Unser Podcast Lebensliturgien für den Alltag, der arbeitet übrigens genau mit diesen beiden Elementen. Wir starten mit vorformulierten Worten, die auch immer die gleichen sind, auf die Weise auch immer tiefer sinken können. Und dann gleichzeitig gibt es immer wieder Zeit, wo wir für uns persönlich mit dem, was in uns im Herzen ist und im Kopf ist, vor Gott kommen können zum Nachdenken und Beten. Wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, dann hört rein, klickt rein, amen-atmen.de. Soweit für heute.
Ich grüße euch herzlich, sage seid gesegnet und bleibt behütet. Ciao.